Hallo und willkommen zurück zu Vaporum. Sag mal, wenn das hier 120 Integrität ist, warum um alles in der Welt, wenn ich das anziehe, geht's auf 261 runter? Und jetzt ist es 271, obwohl das doch viel weniger Integrität ist. Muss ich das verstehen? Denn Integrität, haben wir ja gelernt, ist schau doch mal hin. 553. Und wenn ich jetzt das Ding hier anziehe, ist es 727. Aber warum erkennt man das hier unten nicht? Ach, das ist die Energie. Ach so, nee, halt hier drüben sind wir ja. Entschuldigung. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, es müsste natürlich hier rauf, ne? Das wäre natürlich super. Müsste man noch ein... Na gut. Weiter geht's. Ich war jetzt hier völlig falsch. Oh. Und dem noch ein bisschen was. Ja, ich habe leider einen verbraucht. Es war, na, das ist immer, wenn man neu rein startet, dann passiert das. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich das wieder hier rüber mache? Dann geht es runter. Ja, wir müssen aber erstmal aufladen wieder. So. Jetzt haben wir noch 3. Ist recht wenig, ne? Ah, sehr schön. 4. So, hier haben wir wieder was an. Ach du grüne neue Mist. Mist! Komm! Mach ihn nieder! Ja. Verdammt! Was denkt ihr nochmal? Okay. Wartet mal. Nein! Wir müssen jetzt ein bisschen... Na. Kommt der? Das war's. Ja. Das ist natürlich blöd jetzt gelaufen, ne? Sind wir das letzte Mal nieder? Ich glaube, hier bin ich das letzte Mal umgekommen, ne? Oh nein! Oh no! Oh no! Oh no! No, no! Wir müssen hier irgendwie durch. Sonst wird der uns niedermachen.
Au! Hat's mich nochmal erwischt. Hat's mich nochmal erwischt. Was denkt ihr? Was denn jetzt? Ach. Na, das ist blöd. Das ist ja mehr als blöd. Verdammt, noch eins. Mist. Wie schaffen wir jetzt das? Soll ich gleich... Ach, ich mag eigentlich nicht, aber... Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Hä? Hat er mich nochmal getroffen? Wie denn das? Wie weiß denn der, dass ich hier bin? Oder sind es zwei? Okay. Okay, wir haben wieder ein bisschen aufgetankt. Okay, okay, okay. Aha. Nee, dann geht er rüber. So ein Mist. Schön. Wenn wir den nochmal einen... Moment, Moment, Moment. Haben wir ihm nochmal eine weggebrezelt? Okay. Eventuell können wir ihn hier... Ne, können wir nicht. Vielleicht hier nochmal? Scheiße. Mist. Entschuldigung. Mist jetzt ist. Aha. So, jetzt. Okay. Und jetzt müssten wir ihn, was sehr schön wäre, niederringen. Gar nicht so einfach, sag ich euch. Gar nicht so einfach, aber immerhin ohne ein Reparaturset zu verbrauchen geschafft. Das ist schon mal gut. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch alles liegen? Sehr schön. Ein paar davon, ein paar Kugeln. So, und hier haben wir eine Riesenschabe. Was bedeutet das? Wer sagt uns das hier? Shane. Okay, Shane. Shane, Shane. Einige der knuffigen Schaben können die Größe eines Bullen erreichen. Wir wissen noch immer nicht, warum das nur in einem geringen Teil der Population auftritt. Während sie langsamer sind als ihre kleineren Artgenossen, entwickeln sie an ihrer Front und an ihrer Seite einen starken Chitinpanzer. Er ist mit stacheldrahtähnlichen Gebilden besetzt, wodurch menschliches Gewebe bei Kontakt einfach beschädigt wird. Diese Giganten scheinen sich außerdem rapide zu regenerieren, wenn sie angegriffen werden. Trotz ihrer widerstandsfähigen Körper kann man sie leicht von hinten angreifen und den Schwachpunkt ausnutzen.
sind also die nächsten Gegner, werden uns hier vorgestellt. Juhu, sag ich dann nur. Sag mal, was ist hier überhaupt das hier? Permanent. Genau. Sehr schön. So, das ist... Ja, ich habe das jetzt hier mitgenommen, ne? Aber für was ich das mitgenommen habe, weiß ich auch nicht so richtig. Kommt wieder jemand? Oh, verdammt. Natürlich kommt jemand. War ja klar. Oh, da ist er schon. Von hinten haben sie gesagt, ne? Verdammt, jetzt kommt der. Moment. Warum? Dreht er sich um? Vielleicht schießt er von hinten auf den. Kann das sein? Mist. Mist. Gar nicht so einfach. Sollen wir nochmal hier... Wie viel braucht es denn? Einmal, dass wir wenigstens noch 80 Energie kosten. Das ist noch viel. Hau drauf! Hört mal jetzt, ne? Jetzt haben wir die Chance. Verdammt. Geh vor! Gar nicht so einfach, sag ich euch. Nett. Verdammter Fehlschlag. Von hinten wäre super. Oh ja. Von hinten ist es natürlich echt toll. Und hier haben wir einen rostigen Schlüssel. Was haben wir hier? Tja. Was denkt ihr? Sollen wir? Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich glaube nicht, dass das einfacher wird hier. Speichern wir erstmal. Normalerweise sollten wir, ne? Jetzt haben wir wieder was. Irgendwas haben wir jetzt hier gemacht. Weiß zwar nicht was, aber wir haben was gemacht. Irgendwas zugedreht. Vielleicht irgendwas Dampfiges. So, hier haben wir noch was zugedreht. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Ach so. Hier sind wir durch. Hier brauchen wir den rostigen Schlüssel. Hier lässt sich die blöde Kiste nicht ziehen. Wir schauen aber trotzdem nochmal hier hin.
Da ist die blöde Kiste, die sich nicht ziehen lässt. Warum? Warum eigentlich, ne? Ah! Mist. Ich schaff's immer wieder, ne? Ja. Das ist natürlich hier die große Frage. Warum, um Gottes Willen, lässt du dich nicht ziehen? Na gut, wir gehen dann mal, wir nehmen dann mal den rostigen Schlüssel, der da hier wäre, also nach rechts. Okay. Nach rechts. Hä? Doch nicht nach rechts. Sag mal, das, da oben haben wir schon, ne? Ja. Wieso eigentlich nicht nach rechts? Und vor allen Dingen... So, wollt ihr mich hier vergeiern? Nee, hier geht's... Sag mal! Wo? Ach, hier. So, hier... Hier ist der Schlüssel. Moment. Den habe ich sogar. Und dann schauen wir, wo es hier hingeht, ne? Geht gleich wieder die Tür zu und kommen tausend davon. Da ist wieder einer. Okay. Ein bisschen was haben wir erhalten. Nicht viel, aber ein bisschen was. Nein! So ein Mist! Elendiger Mist! Ah, ist er wieder da! Ist er wieder da! Blödkopf! Sag mal, wie viel hast denn du? So, was mache ich jetzt mit dem? Komm her, Junge. Oh, da ist noch so ein Viech. Wahnsinnig. Oh, hat er mich getroffen? Gibt's doch nicht, oder? Wie konnte der mich treffen? Blödsinn. Verdammter Blödsinn. Nein!